Saarbrücken! Schönen guten Abend. Salim Samatu. Marvin Endres. Herzlich willkommen zur SR1 Comedy. Ey, das ist richtig schlimm, Leute. Der Penner hat mich süchtig nach diesem Gründels Fresh gemacht. Man muss wissen, Salim trinkt keinen Alkohol. Wir haben ihm mal irgendwann bei einer Show im Saarland Gründels Fresh angeboten, was ja jeder hier im Raum kennt, aber das kennt man ja in Deutschland nicht. Genau, für mich ist Bier Bier. Ne? Ich bin noch 1805 Status. Ich wusste nicht mal, dass es Marken gibt und so. Ne? Ich kenne nur Bier. Und auf einmal trinke ich dieses Gründels Fresh und bin so hart süchtig danach, wie so ein Ruby Bubble Abonnent. Und dann habe ich erst gelernt, dass es das nur hier gibt. Das ist euer Kokain. Wirklich, Leute. Ich wusste das nämlich nicht. Ich gehe nach Köln und sage, hey, wo habt ihr euer Gründels Fresh? Der Typ guckt mich an, als hätte ich ihn direkt nach Ecstasy gefragt. Wirklich, Leute. Also, so, was haben wir denn? Wir haben nur Kölsch hier. Ich so, wo gibt's Gründels? Da bist du ein bisschen Verräter, du Benner, verschwinde. Das ist wirklich wie Mafia-Clans, diese Biere. Aber nur du feierst das so krass, weil die Saarländer saufen alle im Gegensatz zu dir, weißt du? Die fressen Fleischkäse weg und trinken einen Urpilz. Also, der trinkt keiner Gründels. Jawohl, sehr gut. Ja. So, und wir haben jetzt, passend dazu, haben wir einfach einen Deutschlehrer. So, als hätten wir es geplant. So, haben wir heute Lehrer hier im Publikum? Einfach mal klatschen die Lehrer. Wer ist Lehrer hier im Publikum? Irgendjemand hier vorne Lehrer? Da vorne, der seinen Sitzplatz behalten wollte. Achso, dieser einarmige Bandit, der den Platz frei hält, oder was? Genau. Was sind Sie für ein Lehrer? Also welche Schulform? Der ist nicht mehr Lehrer, Leute. Der hat gekündigt. Das war so vor... Ich bin Lehrer, jawohl. Was für einer bist du? Gar keiner mehr. Ich bin Kopfschüttellehrer. Ich trainiere den Kindern, wie man den Nacken schüttelt. Haben wir gar keine Lehrer? Nee, er ruft rein. Nochmal. Ein Rastloslehrer. Also er unterrichtet an Raststätten, Leute. Das ist wirklich der absolute Hammer. Immer wenn ihr da hingeht. Entschuldigung, wo ist hier das Klo? Jetzt ist mein Moment. Also das Dixie-Klo benutzt man so. Hinknien, Hocker, Attacke. Hammergeil. Rastlos okay, Lehrer. Okay, wir haben keine Lehrer da, aber haben wir ehemalige Schüler im Publikum? Mal klatschen. Was? Alle ehemaligen Schüler. Irgendwie muss ich das doch retten, Alter. Okay, du hier vorne bist ehemaliger Schüler. Wie ist dein Name? Rewe? David. Ich habe Rewe verstanden. Ich dachte, ja, mein Cousin ist Edeka. Ganz normal. Hier. Links Aldi Süd, rechts Aldi Nord. Das ist wahrscheinlich dein Bruder Dean. Zusammen macht ihr vegane Bowls. Das ist super. Hammergeil, sind sie hier. Was machst du vom Beruf, David? Kundenbetreuer? Wo, an Raststätten oder was, wo genau? Bei der Deutschen Bahn. Boah, da hast du alle Hände voll zu tun, oder? Das ist ein richtiger Kriegsveteran. Wirklich, Leute, das ist überragend. Bei der Deutschen Bahn Kundenbetreuer. Ich wusste nicht mal, dass das gibt. Es gibt doch nur einen, hab dich nicht so. Das war's. Das ist ja... Das, was er den ganzen Tag sagt. Ich bin 3 Stunden zu spät. Ach, hab dich nicht so. Das ist die Deutsche Bahn, Alter. Entspann dich. Mach doch dein Konkurrenzunternehmen auf, wenn du so cool bist, du Benner. Das war's. Auf einmal bist du bei Flixtrain, wo du so selber rudern musst, wie so ein Dreck. Wirklich. Flixtrain, das sind wirklich unfassbar. Die holen auch ihre Kontrolleure bei Flixtrain. Die rekrutieren ihre Kontrolleure mitten in der Justizvollzugsanstalt. Wirklich, Leute, das ist unfassbar. So bis Totschlag kannst du auch noch Kontrolleur werden. Das ist richtig krass. So, aber Kundenbetreuer ist gar nicht so weit von Lehrer weg, weil die Schüler sind ja in dem Fall auch die Kunden. Deswegen holen wir jetzt den nächsten Künstler auf die Bühne. Und ihr dürft euch nicht wundern, weil immer, wenn ich sage nächsten Künstler, drehe ich mich dann zur Kamera und mache so eine cringe Anmoderation da rein, die nur fürs TV-Publikum ist. Und ihr dürft immer dann schon anfangen zu klatschen, weil aber langsam dann hochsteigern. Ich sage es jetzt nur einmal, wir machen das dann immer in Zukunft. Wenn ich mich zur Kamera drehe da hinten, den anmoderiere, fangt ihr an zu klatschen, und dann haben wir einen geilen Schnitt nachher im TV, weil unseren Quatsch mit David davor schneiden wir eh raus, to be honest. So. Sorry an Aldi Süd und Aldi Nord, ich weiß, ihr wolltet gerne mal im Fernsehen sein. Das ist unfassbar, du bist Betreuer, aber dein Freund sieht aus wie ein Schaffner persönlich. Er hat diese deutsche Bahnfarben, hat er an. Sind Sie auch Bahnbetreuer oder sondern? Er ist Lehrer, er hat sich die ganze Zeit gedrückt. Was für guck ein mal. Schlingel, Alter. Guck mal. Du bist ein Lehrer und trägst eine Brille. Kannst du dann nicht dem neben dir sagen, wie man die Brille richtig trägt? Weil das wäre echt überragend, weil er hat die Brille hier hinten auf dem Hinterkopf. Er ist die ganze Zeit so, irgendwie verbessert sich meine Sicht nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Aber dafür sehe ich Lästerer kommen. Das er ist so wie Professor Quirrell bei Harry Potter Teil 1, weißt du, wo Voldemort auf der Rückseite ja, ist. Ja, hab ich gesehen. Das ist wirklich Voldemort hat so 3 Dioptrien und er chillt zu seinem Hinterkopf.
Aber er hat doch seine Tasche überhaupt nicht ausgezogen. Er ist zu jeder Zeit bereit, wegzurennen, um hier diesen rastlosen Typen Nachhilfe zu geben. Ja, aber dieser rastlose Lehrer mit diesem Lehrerblick, der ist, oder ist es Lehrenblick, ich weiß es gar nicht. Was für ein Fach unterrichtest du? Du bist kein Lehrer. Er ist doch kein Lehrer, du zweimal verarscht, Leute. Ist unfassbar. Er ist Hütchenspieler. Nein, hau raus. Was machst du vom Beruf? Wir müssen das wissen. Wirtschaftsprüfer! Die finale Entwicklung des Lehrers, Leute. Wirklich, das ist der absolute Hammer. Er ist Lehrer für Firmen, Leute. Wirklich, das ist unfassbar. Läuft da rum. Das passt nicht, das passt nicht, das passt auch nicht. Aber er sieht doch ein bisschen aus wie Peter Zwegert auf den zweiten Blick, ne? Hundertprozentig. Da in seiner Tasche hat er einen ganz großen Taschenrechner, wirklich. Da steht er da, die Zahlen sind nicht grün. Das war's, das ist wirklich der Hammer. Alright. Siehst du noch irgendwen im Publikum, der glitzert oder irgendwas so mitbringt, wo du sagst, mit dem würdest du gerne reden oder der so? Der einzige Gap-Typ. Der Gap ist der einzige coole, der stimmt, aussieht, unser Gap-Typ, den habe ich ganz vergessen. Als ob er eine Boyband anführt, der ist wirklich so wundervoll. Bist du in einer Boyband? Können wir den irgendwie der Boyband-Typ ist der da drüben, der mit Gap. Der sieht so richtig sexy aus, mit diesen wundervollen, blondierten Haaren, dieser freshen Uhr. Was machst du? Bist du wenigstens Sänger oder kein Sänger? Student. Was studierst du? BWL? Dann musst du direkt das Outfit ändern, komplett, wirklich. So wird das überhaupt. Weißt du, wie du aussehen musst, outfittechnisch? Der neben dir sitzt. So musst du aussehen als BWLer. Das ist BWL. Brille am Start. Das ist einfach BWL als Person, wirklich. Nein, sorry, das ist asozial. Bist du was machen Vater? Sie? Von ihm? Nee. Machen Sie BWL oder was machen Sie vom Beruf? Krankenpfleger. Ein Held, Leute. Ein Held. Ein wahrer Held, Leute. Wirklich. Krankenpfleger. Bist du auch dafür, dass man das Krankenbruder nennen sollte? Viel besser, oder? Wenn du sagst, ich bin ein richtig kranker Bruder. Wirklich, das wäre überragend. Komplett. Weißt du, was ein kranker Bruder ist? Jemand, der so BWL studiert. Wirklich, das ist ein kranker Bruder. Das ist ein richtig kranker Bruder. Er spielt BWL auf dem höchsten Level, Leute. Wirklich. Könnt ihr euch das vorstellen? Adidas, so Vorstandsvorsitzenden-Sitzung und er läuft da rum. Hey, wir haben einige Lücken zu füllen, wie ihr sehen könnt. Und jetzt gebt euch meine Präsentation. Los geht's, ihr Penner. Nein, das ist wirklich wundervoll. Krankenpflege, ein wahrer Ehrenmann. Das nebenan ist deine bessere Hälfte? Ist sie auch Krankenschwester? Sondern, was machen Sie? Sie ist Hypnotiseurin, Alter. Hypnotiseur, du sorgst also für die Kunden. Sehr gut, mega gut. Das ist eine gute Symbiose. Sehr gut. Konzentrier dich nur aufs Pendel und jetzt lauf in die Kettensäge und kranker Bruder, Attacke. Neuer aber Kunde. Warte, Hypnotiseur, kann man das lernen, studieren, macht man da eine Ausbildung oder so? Du hast eine Ausbildung zur Hypnotiseurin gemacht. Bei Uri Geller oder wer macht das? Also wer war der Coach? So. Nochmal? Eine staatliche Schule. Ist also eine Schule nur für Hypnotiseure. Krass, Alter. Warte mal ganz kurz. Also Hogwarts gibt's also doch. Krass. Mit Steuergeldern finanziert. Das ist ja wohl der absolute Hammer. Einfach nur die Vorstellung, dass dort jemand mit so einer Kugel sitzt. Du wirst nicht bestehen. Das tut mir richtig leid für dich. Die Prüfung noch gar nicht absolviert. Ich kann es ja sehen. Ich bin ja Hellseher. Los. Das ist ja der absolute Hammer. Nur so Trickbetrüger in der Klasse. Das ist der absolute Hammer. Jeder fälscht so sein eigenes Zeugnis. Sehr gut. Aber wie geil ist das denn, wenn man Hypnotiseur ist und den Lehrer einfach hypnotisiert, jemandem eine Eins zu geben? Das ist der absolute Hammer. Das ist eine Endprüfung. Sehr. Und was war das Krasseste, was du jemals jemanden hypnotisiert hast und was er dann gemacht hat? Was ist das Schwierigste? Achso, das ärztliche Schweigepflicht-Ding, ne? Ärztliche Schweigepflicht? Das zählt auch schon als Arzt? Überragend. Ja, sie sagt... Hammergeil. Das ist kein Arzt, sondern was ist das? Passt schon, sagt sie. Passt schon, sagt... Wie sagt das schon, Arzttitel? Natürlich passt das schon. Sie hat dich gerade hypnotisiert, dass du das denkst, dass es passt. Kompletter Vollpfosten. Macht man das so, passt schon. Ja, das passt schon. Definitiv passt das schon. Ist der absolute Ich war total Hammer. Kritisch, hab sie einmal angeguckt, zack, war ich brainwashed. Ja, direkt, du kannst sie nie verarschen. Wo warst du, Schatz? Hast du mich etwa betrogen? Nein. Doch, ich habe es getan. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich laufe jetzt alleine in die Kettensäge. Los geht's. So, Salim, auf wen freust du dich in der zweiten Hälfte am meisten, ohne es die Leute zu spoilern? Ich freue mich auf alle, wirklich, Leute. Genießt die Pause, holt euch ein bisschen Popcorn. Ich habe schon 3 von diesen Tüten gefressen. Sind richtig köstlich, Leute. Genau, wir freuen uns um ein paar kleine Hypnose, Ärztetipps, Raststätte und so weiter. Ihr habt jetzt 15 Minuten, dann geht's weiter. Seid pünktlich. Viel Spaß. Bis später. Sabrige! Saarbrücken, ich höre euch nicht. Saarbrücken, seid ihr da? So nämlich.
Wir haben zwei verloren. Wen haben wir verloren? Die Hypnotiseurin, ist sie schon weg? Nee, die ist Nein, da ist sie doch. Sehr gut. Wir haben sie zurückhypnotisiert. Hast du ihn hier vorne gesehen mit diesem freshen Bart? Das sieht so aus wie so eine Mischung aus Gandalf und Sammy Deluxe. So eine ganz. Kriegen wir den drauf? Fresher Bart. Was machst du vom Beruf? Kfz-Meister, was sonst? Genug Kunden? Okay, sehr gut. Mittlerweile sind es ja eh nur noch die Reichen, die kommen, weil bei den Preisen gibt es ja eh keine wirklichen Autofahrer mehr. Ich habe so gerade eben einen gesehen, der hat sein Auto mit Esel angetrieben, sonst war keine Chance, Leute, wirklich. Das war direkt Bad Kreuznacher feinste Ingenieurskunst, war das wirklich, Leute. Zwei Fragen. Sehr gut, wir haben auch zwei Maskenträger jetzt auf einmal seit neuem. Sehr gut, da wurde viel gefurzt da in dieser Ecke. Sehr gut, die waren so... Na verdammt, jetzt riechen wir diese ganze Scheiße hier, unfassbar. Genug Gründels fresh für heute, das reicht. Mega gut. Nein, sehr gut. Wir haben vier Maskenträger. Unfassbar. In der Pause kamen Masken. Was habt ihr da für eine Nachbarschaft? Aber vielleicht sind die beiden auch ganz dreist und haben einfach nur Corona-positiv, weißt du? Deswegen Maske. Nein, Corona ist vorbei, Leute. Jetzt gibt's nur noch Affenpocken möglich, Leute. Das ist überragend. Das ist auch der beste Name aller Zeiten. Ja, stimmt, Alter. Affenpocken. Jawohl, die Affenpocken sind zurück. Das ist wirklich der absolute Hammer, Leute. Als hätten die Affen es nicht schon schwer genug. Jetzt haben die auch noch Pocken, Leute. Wirklich. Wir sind alle verängstigt. Der Einzige, der sich freut für sein Comeback, ist Lauterbach, Leute. Der so, ja, yeah! Ich bin zurück, Ich stelle mir gerade vor, wie Lauterbach und BioNTech einfach gegen Affenpocken so eine neue Salbe auf den Markt bringen. Was für neue Salbe? Die benutzen das selber einfach nochmal. Ey, Leute, das war auch gegen Affenpocken, jawohl. Gegen Krokodilherpes ist das auch, jawohl, alles klar. Gegen Säbelzahn, Tiger, Chlamydien ist das auch einfach drauf. Los geht's. Ich glaube, es gibt einfach so drei Firmen. BioNTech macht eine Salbe, Bepanthen macht eine Salbe, weil die haben Wettbewerbsvorsprung wegen Salben, weißt du? Und Johnson & Johnson bietet einfach den Corona-Impfstoff an, der damals schon nicht gewirkt hat, aber mit einem neuen Etikett mit so einem zwinkernden Affen drauf einfach. Ja, absolut. Mit so einem zwinkernden Affen oder so Donkey Kong einfach drauf. Aber so weißt du, was passiert, wenn quasi Affenpocken jetzt wirklich kommt, so wie Corona? Ja. Was ist das Erste, was passiert? Die kommen alle aus ihren Löchern und plötzlich gibt es dann so Affenpockenleugner. Weil sie den ganzen Hals verpickelt, aber so tun, als wäre nichts. Wisst ihr, wer mir am... Wisst ihr... Das stimmt, da hast du recht. Das stimmt, das ist gut. Einfach Affenpockenleugner. Ey, ich hab nichts. Und wisst ihr, wer mir am meisten leid tut bei diesen ganzen Affenpocken? Leute, die einfach ganz viele Sommersprossen haben, Leute. Die haben es jetzt richtig schwer, Alter. Die so, was ist das? Sind das Affenpocken? Nein, das sind Sommerpocken. Jawohl, das sind Sommerpocken. Und weißt du, was auch passiert? Es gibt da nicht nur Affenpockenleugner, sondern es gibt ja logischerweise dann auch wieder Verschwörungstheorien. Weißt du? Stell dir vor, also die erste Verschwörungstheorie wird safe so, ja, die Wuhan-Fledermaus hat auf Telegram so einen Affen kennengelernt. So ist das Virus entstanden und du überlegst dann so, hä, was hat Telegram Affen kennengelernt? Welchen Affen auf Telegram? Der Wendler, Attila Hildmann, Ken Jebsen, Xavier Naidoo, wen meinen die so? Da gibt's viele Affen. Richtig viele Affen sind das, das stimmt. Vor allem werden die da richtig, ich freue mich jetzt schon auf die Verschwörungstheorien, wie Bill Gates irgendwie was mit einem Affen hatte. Das wird richtig toll, Leute, wirklich. Und das dritte Stadium ist dann, wenn alle sich anstecken wollen, damit sie quasi, weißt du, damit die immun sind gegen Affenpocken. Weil sie machen so einen Slogan dann, diese Affenpockenleugner, so Affenpoppen für Affenpocken oder so. Das stimmt, jawohl, das stimmt. Jeder geht so in den Zoo und macht so mit Affen rum. Bitte, ich will die Affenpocken zuerst haben. Das werden harte Zeiten für den Zoo, Leute. Hey, aber Leute, ihr dürft eigentlich nicht lachen, weil mit dem Affen zu poppen ist Tierquälerei. So. Also hat mein Hausaffe Charlie mir gesagt. Aber Affen waren doch schon mal für so eine andere Krankheit. Ja, lass doch bitte nicht über AIDS reden hier, Alter. Ach, war das AIDS? Ach, krass, ich wusste das nicht. Diese Zoowärter, keine Ahnung, was die da genau machen. Aber das ist schon hart, Leute. Wisst ihr, wer der Beste ist? Außenminister, Leute. Wirklich, Baerbock, ich feiere sie so hart, Leute. Weil sie hat schon Mut. Wie kann man mit so beschissenen Englisch-Skills sich dafür bewerben, Leute? Wirklich, das ist... Ihr müsst immer nur auf die anderen achten. Sie war vor kurzem in Polen und sie redet so Englisch. Die so, geht da durch, Berater. Ich so, meine Englischlehrerin, mega gut. Und dann müsst ihr auf die Polen achten. Die sind dann immer so, selbst der Übersetzer ist, ich habe keine Ahnung, was die labert, Alter. Ich weiß es doch selber nicht. Und die Polen sind so, das ist eure Außenministerin. Deutschland, nächsten Sommer sticht ihr unseren Spargel, ihr Penner. Los geht's, ihr seid dann dran. Affenpocken hinterher, los geht's. Affenpocken. Ey, das Ding ist, Affenpocken sind jetzt so das neue Ding. So. Ist hier schon jemand mit. Wahrscheinlich haben die beiden Affenpocken mit den Masken, weißt du? Deswegen Masken. Nee, ich glaube, diese ganze 9-Euro-Ticket-Idee war nur von Lauterbach, damit er zurückkommen kann, Leute. Wirklich. So einer Typ hat Affenpocken, 9-Euro-Ticket, alle zusammen in die S-Bahn rein und dann alle raus und dann kann er gleich so Affenpocken-Donkey Kong-Impfstoff rausballern. Alle auf Sylt, die bis jetzt komplett isoliert waren, die dann so, fuck, jetzt kommen die Assis zu uns. Nein, wir sind komplett gesund. Affenpocken, du fängst direkt an, sich nur zu kratzen. Du kriegst auf einmal so voll das Hohlkreuz. Der Name ist einfach mega, es klingt wie eine Beleidigung. Ey, du scheiß Affenpocke, verpiss dich von hier.
Perfekt. Affenpocke. Hammergeil. Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Biermarke, die es hart davon profitiert, weißt du? Ja, ja, mit so Bananengeschmack, das wird richtig toll. Ja, nein. So, und jetzt die plus 10 umrechnen in Fahrenheit. Das dauert zu lang, glaube ich, im Kopf. Ich kenne den Faktor selbst nicht. Weißt du, wie man das umrechnet? Kelvin, Fahrenheit, den ganzen Scheiß? Fahrenheit, wer auch immer das gemacht hat, der war der Erste, der sich mit Affenpocken angesteckt hat, Leute. Wirklich, der Typ ist eine Vollapokalypse. Alles andere ist mal 2 durch 2 und bei Fahrenheit musst du so durch Affengen umteilen und dann mal 5 mal 8. Sind irgendwelche Mathelehrer heute am Start? Wir haben nicht mal einen Lehrer, als könnte irgendwer Mathe. Kein einziger Mathelehrer. Nee, wir haben tatsächlich nur den Raststätten-Doktor. Das war's, sonst haben wir niemanden. Bevor wir alle nochmal auf die Bühne holen, fettes Dankeschön an die Veranstalter Walter Ries, ans Kongresszentrum, an den SR, den Saarländischen Rundfunk, SR1, 2, 3, 4, wie die alle heißen. Ja, diese ganzen Typen, dann Personalunion, Regie, Produzent, Christoph Stein. Bevor ihr geht, chillt noch ein bisschen, dank diesen Künstlern. Ne, die haben lange nicht so einen geilen Abend genießen dürfen wegen Corona-Pandemie. Bleibt noch kurz sitzen, klatscht alle nochmal raus. Und dann gibt es gleich da hinten, in so 10 Minuten kommen alle nochmal hoch, Autogramme. Und ich hole jetzt raus und vorher gibt es einen fetten Applaus für alle Genannten und für euch, weil ihr wart ein geiles Publikum, Saarbrücken. Danke. Yes. So, ihr könnt es gleich halten. Wir holen sie einen am anderen raus. Der Erste, der heute aufgetreten ist, aus Burbach, aus Saarbrücken. Ich weiß gar nicht, woher, vielleicht noch ein bisschen Viertel, whatever. Jochen Prang! Schlag auf Schlag weiter. Hier ist er, Herr Schröder! Aus Stuttgart für euch, der Geschichtenerzähler Nikita Miller! Und ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber er war heute auch hier, straight aus Otto Walkes seinem Spiegel, Rüdiger Hoffmann! Aus Köln für euch, absolute Legende, Mirja Bös! Und Olli Welke hat sein Taschengeld gekürzt, deswegen muss er jetzt wieder in Saarbrücken auftreten. 73 Jahre alt, kein Tag gealtert, Gernot Hassknecht! Und last but not least, der Mann hinter dem Bauch, die schönste Frau der Welt, Markus Krebs! Markus Krebs. Und durch den Abend führt der unglaubliche Marvin der Sonnen, der schwer am Heimat. So. Wir müssen alle noch mal ein Stück rüberrücken, weil wir müssen jetzt noch eine Abmoderation für die ARD-Mediathek machen. Markus, hier rüber, glaube ich. Salim? Wir müssen so in die Mitte so ein bisschen. So, und ihr dürft währenddessen einfach weiter klatschen. Bock auf Comedy? Die besten Ausschnitte der SR1 Comedy-Nacht jetzt in der ARD-Mediathek. Hier klicken. Habt ihr Bock auf Comedy? Die SR1 Comedy-Nacht jetzt in der ARD-Mediathek. Einfach hier klicken. Bock auf Comedy, die SR1 Comedy macht mit Legenden wie Markus Krebs, Gernot Hassknecht, Mirja Bös, Rüdiger Hoffmann, Nikita Miller, Herr Schröder, Jochen Prang, Salim Samato und meiner Wenigkeit. Jetzt in der ARD Mediathek. Hier klicken. So, danke Saarbrücken, das war's. Ihr wart ein mega Publikum. Danke für den schönen Abend. Wir sehen uns gleich oben, trinken Bierchen, dies, das. Ciao.